Meerrettich. Alles klar. Wo ist der? Wo ist mein Nikola? Hat er dich auch reingelegt? Nein. Ja. Da, das ist der da. Da. Du, was ist denn los mit dir? Wieso spielst du uns denn Streiche? Du tauschst die Zahnpasta gegen Meerrettich aus? Echt jetzt? Das hätte mir fast die Mandeln geröstet. Sowas gibt es wirklich. Und das ist gefährlich. Und guck dir Harold an. Du hast ihn nass gespritzt, mein Nikola. Nass! Oh nein, 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 das ist nicht meine Schuld. Du spielst uns die Streiche. Oh Mann, was für ein Tag. Heute läuft alles, wie ich es will. Und das Beste ist, dieser 50-Dollar-Schein ist direkt in meine Tasche geflogen. Wie es aussieht, passt jemand auf mich auf. Wie war euer Tag? Gut. Gut, irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Seltsamer als sonst. Ich habe mir erlaubt, eine Liste zu erstellen. Wir betrachten einfach, was uns in der Vergangenheit passiert ist und dann können wir es genauestens einordnen. Lass mal sehen. Geister? Nein. Dämonen? Nein. Moorzauber? Nein. Bikini-Hummer? Ach, das bringt nichts. Das passt auch in keine Kategorie. Ihr wisst doch, wie es mich nervt, wenn ich die Dinge nicht einordnen kann. Hey, ihr, der Grund dafür steht gleich da drüben. Seht ihr ihn nicht? Er lacht uns aus. Redest du etwa von der Tür? Nein, ich meine Minas imaginären Freund, Hamburger Käse. Siehst du ihn nicht? Er hat einen Schnabel wie ein Adler und große runde Augen mit 4 Froschbeinen, 4 Flossen und 4 Oberschenkeln. Er trägt eine Kapitänsjacke und einen Zylinder. Es gibt nur einen Typen auf der Welt, der so aussieht. Von hier bis Belize findet ihr keinen, der so ist wie er. Euer alter Freund. Und ihr nennt ihn Hamburger Käse. Er ist weggegangen. Ich leg mich in den Sonnenstrahl. Halt, 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 halt! Glaubst du, er hat recht? Ich weiß nicht, wie er ging. Aber warum kann Harold ihn sehen und wir nicht? Ist er so eine Art Genie? Ich hab vergessen zu atmen. Ich weiß. Harold denkt wie ein Kind. Genau so konnte Mina Hamburger Käse sehen, als sie jung war. Panikula, um dieses Ding zu sehen, müssen wir kindisch, naiv und albern sein. Wollen wir dieses Ding aufhalten, dann müssen wir sein wie Harold. Hey, Kumpel, was ist in deiner Welt so los? Worauf wartest du? Ich warte auf den aufblasbaren Bob. Klar, sicher. Wie sieht er aus? Weiß nicht, hab ihn nie gesehen. Und wie sollen wir dann... Na, ihr? Wollt ihr auch etwas von dem leckeren Getränk? Na? Seht ihr da? Eine Flotte spanischer Galeonen. Nikola, du hast es geschafft! Jetzt spring auf deinen Himmelsdrachen und lass uns Spaß haben! Juhu! Himmelsdrachen? Was? Juhu! Ja! Juhu! Ja!